Dominik Schmidt hat kommentiert: Herzlichen Dank für die tolle Anleitung. Und er fragt: Hast du einen Tipp, wie man die Problematik der verschiedenen Zeichensätze auf Linux und Windows lösen kann? Der Zeichensatz von Linux und macOS ist normalerweise auf UTF-8 gesetzt. Bei Windows scheint das unmöglich. Verwendet man auf dem einen System in Dateinamen Umlaute, sind diese auf dem anderen nicht mehr als solche zu erkennen. Er bezieht sich hierbei auf unser Video zum Installieren eines NFS-Servers unter Linux in Version 3. Ich verlinke das oben nochmal. Damit kann man eine Freigabe einrichten, die man sowohl auf Linux als auch auf Windows relativ einfach nutzen kann, authentifiziert auf Maschinenebene ohne Anmeldung. Zunächst einmal vielen Dank für das Feedback. Ich habe mir das jetzt genauer angeschaut und konnte das Problem nachstellen. Zunächst einmal ein herzliches Willkommen zu deinem Raspberry Pi Kanal im deutschsprachigen Raum, präsentiert von ulabs.de. Schauen wir uns das Ganze zunächst einmal an, damit all die Problematik verstehen. Ich habe hier eine kleine Demo vorbereitet, nämlich einmal eine Datei, eine Textdatei mit einem Sonderzeichen, einem Ä, also einem Umlaut, und habe die hier unter Windows erstellt, also ganz normal. Rechtsklick, neu, Textdokument, wie man es eben so kennt. Das funktioniert soweit und jetzt habe ich das gleiche unter Linux auf meinem Raspberry Pi gemacht, also über SSH bin ich draufgegangen, habe hier mit Touch ein leeres File angelegt und wir sehen, obwohl hier auch ein Ä sein sollte, sehen wir hier eben kein Ä. Und wenn wir das jetzt auf dem Pi mal angucken, das hier ist der Ordner, der hier freigegeben wird, dann sehen wir, hier ist es genau umgekehrt. Das von Windows, das Ä, das zeigt er mir hier als eine Escape-Sequenz an. Im Gegenzug das Ä von Linux, welches er hier nicht darstellen kann und mit so einem komischen Zeichen ersetzt, das ist hier problemlos darstellbar. Das Grundproblem hierbei ist, Windows unterstützt UTF-8 nach wie vor nicht komplett durchgehend. Das hat auch historische Gründe. Windows 12.5.2 ist dort am gängigsten. Ein wirklicher Standard war das ursprünglich eigentlich nicht. Stattdessen modifizierte Microsoft den ISO-Standard Latin 1, der ist auch bekannt als ISO 8859-1. Für Windows. Unter dem Windows-Dateisystem NTFS wird zum Beispiel UTF-16 genutzt, also wieder ein anderer Standard. Linux setzt dagegen schon länger auf UTF-8, der sich schon seit geraumer Zeit als universeller Standard in verschiedenen Bereichen durchsetzt. Bei einem NFS-Server unter Linux, der mit Windows genutzt wird, nehmen beide Systeme leider wenig Rücksicht auf die jeweils unterschiedlichen Zeichensätze des anderen. Und daraus sehen wir jetzt hier eben, dass Linux Probleme hat mit den Sonderzeichen von Windows und umgekehrt, während das eigene System immer die von ihm selbst erstellten Sonderzeichen lesen kann. Das Problem lässt sich auf vier verschiedene Arten lösen bzw. umgehen. Ich möchte euch im Folgenden jetzt mal vorstellen. Die erste Variante ist die simpelste, aber auch effektivste, nämlich Sonderzeichen einfach vermeiden. Zwar funktionieren Sonderzeichen mittlerweile an vielen verschiedenen Stellen, was auch der zunehmenden Verbreitung von UTF-8 zu verdanken ist, würde sämtliche Software UTF-8 nutzen oder zumindest vollständig und sauber unterstützen, dann wären die meisten Probleme wohl gelöst. Ihr müsst euch aber vor Augen halten, das Betriebssystem, sämtliche Programme, die ihr nutzt, das Dateisystem, all das muss in der Kette den Zeichensatz, den ihr nutzt, sauber implementieren und vor allem den gleichen nutzen, damit das funktioniert. Und gerade bei Netzwerkressourcen, wie wir das hier mit dem NFS der Fall haben, da kommt natürlich das Ganze noch auf der gegenüberliegenden Seite dazu. Selbst wenn das alles passt, gibt es noch Stolpersteine. Bereits ein Leerzeichen im Pfad kann beispielsweise ausreichen und er muss mit Anführungszeichen maskiert werden, damit das an gewissen Stellen funktioniert. Da heutzutage zunehmend verschiedene Betriebssysteme eingesetzt werden, ist es auch wichtig zu wissen, dass nicht überall die gleichen Zeichen erlaubt sind. Vor allem Windows hat eine lange Liste an Sonderzeichen, die in Pfaden, also in Dateien und Ordnern, nicht erlaubt sind. Hier ist ein Auszug daraus, zum Beispiel größer-kleiner Zeichen, der Doppelpunkt, Slash, Backslash, aber auch so ein horizontaler Strich, Fragezeichen und so weiter und so fort. Die meisten davon sind unter Linux kein Problem. Unter Linux ist nur der Schrägstrich, also der hier, verboten, ganz einfach, weil er als Trennzeichen zwischen Ordnern genutzt wird. Das wäre äquivalent unter Windows der Backslash. Dann dürfen auch keine Nullbytes enthalten sein, aber ansonsten ist unter Linux alles an Sonderzeichen prinzipiell erlaubt und kann auch aufgrund von UTF-8 abgebildet werden, ohne da größere Probleme zu verursachen, außer eben in Sonderfällen, wenn die Programme das nicht sauber implementieren. Am unproblematischsten ist es daher, nur Groß- und Kleinbuchstaben sowie als Trennzeichen ein Minus oder ein Unterstrich zu verwenden. Das vermeidet, auch unabhängig von NFS, auch an anderen Stellen mögliche Fallstricke, die euch Zeit und Nerven kosten, wenn dort irgendwas nicht richtig geht und ihr da den Fehler suchen müsst. Ich spreche da aus Erfahrung und vermeide mittlerweile selbst Leerzeichen, wann immer das möglich ist.
Ab Version 18.09 hat Microsoft eine Funktion zur Unterstützung von UTF-8 eingebaut. Dadurch nutzt Windows 10 auf NFS-Freigaben genauso wie systemweit primär UTF-8, wie es auch Linux bereits tut. Die Version könnt ihr prüfen, indem ihr einfach euer Startmenü aufmacht und hier einmal WinFer, also WinVersion, die Abkürzung dafür eingebt, Enter drückt. Dann kommt hier so ein kleines Pop-up-Fenster. Und wenn ihr hier eine Version kleiner wie 18.09 seht, dann ist das für euch nicht verfügbar. Die sollte mittlerweile aber eh großteils aus dem Verkehr gezogen sein, weil die auch schon relativ alt ist und auch damit Updates schlecht aussieht. Hier ist jetzt eine neuere drauf. Microsoft hat ja umgestellt auf die Versionierung mit entsprechend der Jahreszahl, der Halbjahreszahl, also 21 erstes Halbjahr in diesem Beispiel. Hier ist das also kein Problem. Bevor ich euch zeige, wie ihr das aktiviert, allerdings hier ein paar Worte der Warnung, denn es gibt einen Haken. Erstmal ist das eine Beta-Version, das heißt, diese Funktion ist noch in einem früheren Stadium und sie wird für das gesamte System wirksam. Nicht bloß für NFS-Freigaben, sondern das betrifft dann sämtliche Programme. Dadurch kann es dann vereinzelt zu Problemen, vor allem mit älteren Programmen, kommen. Außerdem müsst ihr beachten, dass Sonderzeichen, die ihr bisher bereits auf eurem NFS-Server genutzt habt, dadurch zerstört werden. Das heißt, wenn ich jetzt hier zum Beispiel diese Textdatei nehme, da ist ein Ä drin. Das funktioniert jetzt noch zumindest unter Windows und Linux ja nicht, das haben wir gesehen. Hier wird es zerstört angezeigt oder eben nicht direkt lesbar. Aber dieses Ä ist dann unter Windows auch nicht mehr lesbar, denn der wechselt einfach bloß den Zeichensatz, ohne jetzt dieses hier zu konvertieren, was notwendig wäre, damit das funktioniert. Ihr müsst euch also bewusst sein, dass alle Sonderzeichen, die ihr jetzt hier schon gesetzt habt, kaputt gehen. Das kann ein Problem sein, wenn ihr den schon länger nutzt. Wenn der frisch eingerichtet ist hingegen, dann ist das ein geringeres Problem in dieser Hinsicht. Wenn ihr die UTF-8-Unterstützung dennoch aktivieren möchtet, dann öffnen wir zunächst einmal die Einstellungen, hier über das Startmenü, suchen jetzt Zeit und Sprache, gehen jetzt hier links auf die Unterregion Sprache und auf dieser Seite hier müssen wir rechts oben auf administrative Sprachoptionen klicken. Nun kommt hier so ein kleines Pop-up-Fenster, bei dem gehen wir hier bei diesem Bereich Sprache für Unicode-kompatible Programme auf den Button Gebietsschema ändern. Dafür braucht ihr Administratorrechte. Und nun kommt hier so ein kleines Pop-up, wo es diese kleine unscheinbare Checkbox gibt. Wenn ihr die hier anhakt, dann wird diese Unterstützung für UTF-8 aktiviert. Das braucht aber einen Neustart. Dazu fordert euch Windows auch hier auf. Man muss hier einmal neu starten. Und wenn ihr hier jetzt eure Änderungen, die eventuell noch offen sind, in anderen Programmen gespeichert habt, könnt ihr hier auf Neustart drücken und dann testen wir das gleich im Anschluss. Nach dem Neustart gehen wir hier mal in unseren Explorer auf das Netzlaufwerk, das ich hier über den NFS-Server gemountet habe. Und da schauen wir uns das jetzt einmal an. Und ihr seht hier, es ist das passiert, was ich euch gesagt habe. Hier das vorher angelegte hat jetzt hier so ein komisches Fragezeichen. Das ist kaputt gegangen, weil wir das unter Windows angelegt haben mit dem Nicht-UTF-8-Zeichensatz. Hier hingegen, das mit Linux, das geht jetzt auf einmal, obwohl die zuvor angelegt wurde. Also wir sind jetzt hier auf UTF-8, der kann jetzt beides darstellen und wir können das jetzt auch nochmal prüfen, indem wir hier einfach ein neues Textfile anlegen und zwar Datei mit Ä, das Sonderzeichen, von Windows nach dem Wechsel UTF-8. Parallel können wir hier schon mal den Pi aufmachen in unser Verzeichnis. Hier hat er das jetzt angelegt. Hier machen wir einmal ls nfs share und wir sehen hier, der hat jetzt in beiden Fällen auch hier das R korrekt erkannt. Das funktioniert. Umkehrprobe nochmal touch aeu linux. Hier braucht man einen Refresh, dass es anzeigt und wir sehen, das klappt jetzt hier problemlos. Kann aber eben, wie gesagt, Seiteneffekte auf andere Programme haben, weil wir jetzt ja den Standard von Windows ändern und das kommt jetzt eben auf das Programm drauf an. Jetzt gerade bei älteren, die von diesem Standard ausgehen, da könnte es sein, dass es da zu Fehlern kommt. Daher ist das mit Vorsicht zu genießen. Falls euch diese Beta-Funktion zu heikel ist, gibt es auch andere Alternativen. Zum Beispiel können wir NFS auf Version 4.2 updaten. Es gibt eine Nachfolgeversion 4 von NFS. Sie bietet gegenüber Version 3 einige Verbesserungen, unter anderem etwa bei der Authentifizierung auf Benutzer statt eben auf der Client-Ebene. Dadurch ist Version 4 allerdings auch komplexer geworden. Ebenso hat man die Verwendung von Datei- und Ordnernamen in den lokalen Landessprachen verbessert.
Die darin enthaltenen Sonderzeichen werden also besser unterstützt und fehlerfrei dargestellt. Das sehen wir auch hier in dem entsprechenden RFC in der Spezifikation. Da gibt es hier einen eigenen Punkt 14 zur Internationalisierung auf Seite 334, wo man eben erkannt hat, dass das ein Problem ist, das diese Version 4.1 hauptsächlich beheben soll. Wer zwingend Sonderzeichen benötigt, der kann sich diese Version 4 näher anschauen. Eine andere Alternative ist SMB. Das Protokoll war ursprünglich proprietär nur für Windows verfügbar. Wie es genau funktionierte, war früher geheim. Erst nach einem EU-Urteil bezüglich eines Kartellrechtsstreites wurde Microsoft dazu gezwungen, die Spezifikation dazu zu veröffentlichen. Mit Samba gibt es daher mittlerweile eine relativ gute freie Software, die SMB implementiert. Vereinfacht gesagt kann man damit Windows Dateifreigaben für Windows unter Linux hosten. Da Samba als Schnittstelle zwischen Windows und Linux entwickelt wurde, kann es die Zeichensätze von Windows unterstützen und entsprechend umsetzen. Wobei dies nur einen Teil der Funktionen von Samba darstellt, man kann damit noch wesentlich mehr machen. Samba kann auch Benutzer authentifizieren und wird daher von vielen NAS-Systemen eingesetzt, um detailliertere Freigaben auf Benutzerebene zu ermöglichen. Ich hoffe, unter den vier Alternativen war eine für euch als NFS-Nutzer dabei, mit denen ihr dieses Problem beheben könnt, wenn das für euch ein Thema ist. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, hoffe, euch hat das Video gefallen, wünsche euch viel Erfolg bei euren Projekten mit dem Raspberry Pi und in diesem Sinne, tschüss, bis zum nächsten Mal.